So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren News-Episode zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Und heute kamen neue Informationen ans Tageslicht, sage ich mal. Die neue Korokoro, die ja eigentlich am 15. Juni erst erscheinen sollte, oder am 12., bin mir nicht sicher, irgendwann auf jeden Fall Mitte des Monats, wurde heute schon geleakt. Und dementsprechend sind neue Informationen vorhanden und unter anderem auch krasse News. Von daher, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, schaltet hier direkt ab. Ja, also es gibt sehr viele interessante Bilder zu sehen jetzt in diesem Video oder auch generell Informationen. Und ohne groß rumzureden, würde ich jetzt mal sagen, fangen wir doch einfach mal an mit der ersten Seite. Und zwar sehen wir auf der ersten Seite Groudon und Kyogre, die gegeneinander kämpfen, und es ist zu erkennen, dass es sich tatsächlich bei den beiden um neue Formen handelt. Ja, diese sollen wahrscheinlich die antike Form darstellen oder ja, ihre ursprüngliche Form, sage ich mal, in der sie schon damals gegeneinander gekämpft haben, als sie die Welt erschaffen haben mit den Kontinenten und dem Meer und so weiter und so fort. Was das jedoch für eine Entwicklung ist, ob es dann einfach nur eine Alternativform ist oder ob es eine Mega-Entwicklung ist, weiß man noch nicht. Und die beiden sollen in diesem Modus auch unter anderem neue Attacken erlernen. Was mich sehr freuen würde, denn den beiden hat bis jetzt, wie ich finde, immer so ein Signature-Move gefehlt. Man sagt ja immer, bei Groudon wäre es Eruption gewesen und bei Kyogre von Tränen, aber es gibt auch andere Pokémon, die diese Attacken beherrschen, und dementsprechend ist es für mich nicht etwas, was die beiden ausmacht. Also irgendein Move, der die beiden kennzeichnet, fehlt denen auf jeden Fall meiner Meinung nach noch. Und ja, ich bin auch gespannt, ob es sich dann irgendwas an den Statuswerten ändert, als Stratege und so weiter und so fort, aber das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal später erfahren. Aber ich finde, das ist doch mal ziemlich episch. Und welche Rolle wird dann auch noch Rayquaza dabei spielen? Das bleibt dann natürlich auch noch offen, aber wir werden sehen. Dann machen wir doch einfach mal weiter mit Screenshot Nummer 2. Und zwar hier auf der linken Seite sehen wir jetzt erstmal Dianze oder Dianzi oder Dianzi. Das Pokémon haben wir ja überhaupt noch gar nicht bekommen, offiziell. Also generell Dianzi oder Dianzi. Ich nenne sie mal Dianzi, also gewöhnt euch jetzt mal dran. Und das Ding soll doch tatsächlich schon eine Mega-Entwicklung kriegen, die eigentlich ja, ganz nett ausschaut. Oder ganz nett aussieht, wie ich finde. Vom Typen her wird sie immer noch Gesteinsfee bleiben. Und es soll eine neue Ability haben, die aber bis jetzt noch unbekannt ist. Ja. Und dann kommen wir einfach mal zu den News, die mich jetzt am meisten geflasht haben. Und zwar neue Mega-Entwicklungen zu den Höhenstartern. Ja, Logok ist natürlich bekannt. Dazu müssen wir, glaube ich, nichts sagen. Aber es gibt auch zwei andere Höhenstarter. Und zwar Gewaldro, beziehungsweise Gigarbor und Sumpex in Klammern, oder beziehungsweise Hydropi. So, Mega Skeptile, also Mega Gewaldro, ist vom Typen Krankenwagen? Oh ja, Krankenwagen. Ist vom Typen Pflanze Drache und beherrscht dann die Fähigkeit oder die Ability Lightning Rod, sprich Blitzfänger. Wie oder warum es Blitzfänger als Fähigkeit hat, weiß ich jetzt leider nicht. Es ist ja von Typen Drache-Pflanze. Aber strategisch könnte man mit dem Ding auf jeden Fall sehr viel erreichen, wie ich finde. So eine Kombination mit Elektro-Pokémon mit Ladungsstoß und Mega-Gewaldro, das wäre doch schon mal ziemlich interessant, wie ich finde. Oder irgendein Pokémon, was einfach mal Elektro-Angriffe des Gegners ködert oder sie halt effektiv dann mit Lightning Rod beiseite schafft. Und ja, vom Design her finde ich es auch irgendwie ganz cool. Und viele Fans haben sich ja schon in der Vergangenheit gewünscht, dass Gewaldro einfach mal noch den Zweittypen Drache bekommt. Und jetzt mit der Mega-Entwicklung hat uns Game Freak wirklich den Gefallen getan und Gewaldro den Zweittypen Drache beschert, was ich ziemlich cool finde. So, jetzt kommen wir zu meinem absoluten Liebling in dieser Episode, und zwar Mega Sumpex. Also Mega Sumpex, man sieht schon an seinem Äußeren, sieht aus wie so ein Rester, der mit Anabolikern vollgepumpt worden ist bis zum geht nicht mehr. Aber ich finde, es sieht echt cool aus. 44er Bizeps ist anscheinend ein Muss, aber es sieht echt cool aus, finde ich. Sein Typ bleibt gleich, Wasserboden. Und es hat dann in der Mega-Entwicklung die Ability
Wassertempo, was eine oder was viele interessante Kombinationen ermöglicht, ja. Wäre dieses Zoompacks jetzt mit Fifth Gen Mechanics jetzt irgendwie geleakt worden, wäre das, glaube ich, extrem overpowered gewesen. Aber selbst in der 6. Gen, denke ich mal, könnte man mit der Ability auf jeden Fall noch was anstellen. Irgendwie ein Flugset vielleicht, nicht ein Flugset, das sehe ich da, aber irgendein Set, was physisch ausgelegt ist. Ich meine, das Ding sieht sehr physisch aus oder sehr offensiv vor allen Dingen und vor allen Dingen tanky und bulky. Aber es sieht echt cool aus, finde ich. Ja, mega Supex. So, dann haben wir noch Screenshots von den neuen Gangs. Was heißt neue Gangs? Das sind ja eigentlich alte Bekannte, aber sie sehen ziemlich fresh aus. Team Magma und Team Aqua. Bei denen hat sich eigentlich nichts geändert, also so gut wie nichts. Ja, außer dass irgendwie der männliche Team Magma Vorstand sehr an Körpermasse zugelegt hat und das zum negativen Sinne. Ich fand den eigentlich in der normalen Rubin-Edition echt cool. Der hieß ja, glaube ich, Galle! Und der war echt cool, finde ich. Aber dieser neue Fettsack da, der gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Und die Tatsache, dass hier Mark eine Brille trägt, also der Team Magma Boss, finde ich auch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber bei Team Aqua sieht alles sehr fresh aus. Die Rüpel sehr piratenmäßig mit ihrem gestreiften Äußeren, mit den gestreiften Kleidungsstücken. Und dann noch dieser oberkörperfreie Macho, den es auch schon in Saphir gab. Weiß aber jetzt, Wolfgang hieß der, glaube ich. Könnte sein, dass der Wolfgang, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, ich habe die Namen noch im Kopf, voll krass. Und dann auch noch diese, Langhaartusse da. Keine Ahnung, wie die hieß. Aber die finde ich eigentlich vom Design her gelungener, Team Aqua. Ja, das war's so zu den beiden. Dann erfährt man noch was zu Steven, also Troy. Troy soll anscheinend ein Mega Glurak X besitzen. Und er erforscht wahrscheinlich die Mega-Entwicklungen. Und das würde auch ziemlich viel Sinn ergeben, denn in der 3. Generation hat ja Steven, hat ja Troy sehr viele oder oft Steine untersucht. Und das würde jetzt auch Sinn mit den Mega-Entwicklungen ergeben. Und zwar, sehr raffiniert gelöst von Game Freak, wie ich finde. Dann hat man noch, das Fahrrad. Das altbekannte Fahrrad spielt natürlich wieder eine wichtige Rolle hier. Kunstrad und Eilrad. Eilrad ist das Schnellrad, was nach 2 oder 3 Schritten extrem stark beschleunigt. Und das Kunstrad ist natürlich zum Skillen da, sag ich mal. Und ansonsten haben wir da noch andere coole Sachen, unter anderem die Rivalen, was heißt Rivalen, die Protagonisten, Briggs und Michael heißen die ja, glaube ich, auf Deutsch. Und ja, die sollen auch wieder ein cooles Item haben, was die Mega-Entwicklung heraufbeschwört, und zwar den Mega-Reif, Mega-Bengel. Ja, bin gespannt, wie das so wird mit den beiden. Und ansonsten, ja, das war's auch schon mit den News. Meine Freunde, lasst mich doch eure Meinung zu den heutigen News hören. Ich find's immer wieder cool, dass man unter meinen Interviews sehr viel diskutiert. Auf einer sehr guten, oder was heißt guten, auf einer sehr hohen Ebene. Was heißt hohe Ebene? Sagen wir, wir diskutieren alle schön freundlich miteinander. Ich finde das immer ganz cool. Lese auch sehr oft mit, weil es irgendwie total interessant ist, andere Meinungen zu lesen zu diesen Leaks. Vermutungen und so weiter und so fort. Aber gut. Bin gespannt, was es noch in Zukunft so für uns an Informationen gibt. Für Pokémon Rubin, Omega Rubin und Alpha Saphir. Und bis dahin, meine Freunde, wieder schon reingehauen. Macht's gut. Ich freue mich, eure Meinung in den Kommentaren zu lesen. Und ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende.